Gotha Ortsteil Bohlstedt hat sich über die Jahre vieles zum Besseren verändert. Umso mehr wundert es, dass am östlichen Ende des Sportplatzes ein Spielgerät für Kinder schon länger als ein Jahr einfach nicht fertig wird. Es handelt sich um einen sogenannten Skateswinger. Mit ein wenig Fantasie lässt sich gut vorstellen, wie sich sportliche Mädchen und Jungen hier vergnügen können. Doch ist das ganz offensichtlich noch längst nicht so weit. Mehr oder minder gut angebrachte Absperrbänder sollen den Zutritt verhindern. Auch ein verwittertes Warnschild steht da. Auf zwei Seiten ist das Spielgerät flankiert von Erdhaufen, auf denen sich Unkraut ausbreitet. Das ganze Ambiente wirkt irgendwie vergessen. Das aber ist nicht der Fall, wie Bohlstedts Ortsteilbürgermeister Jens Wehner versichert. Wir sind hier auf dem Bohlstedter Sportplatz, stehen vor unserem Skateswinger-Projekt, das wir 2018 im Zug des Baus der Wasserleitung begonnen haben. Eine freiwillige Verpflichtung, die der Ortsteilrat sich auferlegt hat, der das in ehrenamtlicher Arbeit hier baut und demnächst fertigstellen will. Aber was ist überhaupt ein Skateswinger? Ein Skateswinger, das muss man sich so vorstellen wie eine Halfpipe für Skateboards, nur eben ohne Skateboard. Es sind zwei Schienen, auf denen Rollenbretter montiert sind, mit Griffen in der Mitte, wo dann die Kinder und die Jugendlichen, die dort spielen, sich sportlich und körperlich betätigen wollen, auf diesen Schienen hin und her rutschen können. Der Bohlstedter Skateswinger ist ein gebrauchtes Gerät und stand ursprünglich an der Gotha-Gleichenstraße auf einem Spielplatz, der von der Stadtverwaltung im Zuge des überarbeiteten Sportstättenleitplans aufgegeben wurde, heißt es aus dem Gothaer Garten-, Park- und Friedhofsamt. Der Ortsteil Bohlstedt übernahm den Skateswinger, um eine zusätzliche Attraktion für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Nun ist es nicht so, dass es in Bohlstedt keine Spielgeräte gibt und alle sehnlichst auf den Skateswinger warten. Es gibt einen großen Kinderspielplatz mit sehr schönen Gerätschaften im Wohngebiet am Stadtfeld, der für alle Kinder nutzbar ist. Somit sei durch die lange Dauer des Skateswinger-Projekts auf dem Sportplatz kein Nachteil für die Kinder entstanden, informiert die Stadtverwaltung. Aber warum dauert es nun so lange mit dem Bohlstedter Skateswinger? Das liegt natürlich zunächst daran, dass der Ortsteilrat mit 6 Mann plus mir als Ortsteilbürgermeister das in ehrenamtlicher Tätigkeit tut und wir in Bohlstedt sehr viele Projekte haben. Sommerfest, 875 Jahrfeier im letzten Jahr, eigentlich fast jeden Monat ein Projekt auf die Beine stellen und dass wir den Skateswinger als Langzeitprojekt angelegt hatten. Wir sind also sowieso von einer Bauzeit von 1 bis 1,5 Jahren ausgegangen, um das eben in ehrenamtlicher Tätigkeit selbst finanziert produzieren, herstellen und dann den Kindern zur Verfügung stellen zu können. Angefangen haben wir, wie gesagt, im Zuge des Baus der Wasserleitung im August 2018, haben dort auch gleichzeitig die Grube für den Skateswinger ausgehoben und dann die Fundamentarbeiten durchgeführt. Zum Ende des Jahres 2018 hatten leichte Probleme mit dem Wasser, sodass wir jetzt 2019 erst nochmal eine Drainage einarbeiten mussten, damit das Wasser ablaufen kann, damit wir einen Skateswinger und kein Schwimmbad haben. Und sind jetzt soweit, dass wir den Grundkies eingebracht haben, werden jetzt Vlies aufbringen, den Fallschutzkies einbringen, ca. 40 Tonnen, um dann eine Endabnahme durchführen lassen zu können durch den TÜV und das ganze Spielgerät dann im Frühjahr 2020 in Betrieb nehmen zu können. Das Gartenamt Gotha werde die TÜV-Abnahmen finanzieren, heißt es aus der Stadtverwaltung. Alle anderen Arbeiten und Kosten übernimmt der Ortschaftsrat. So sind alle zuversichtlich, dass der Skateswinger im kommenden Frühjahr von den Swinging Bohlstedt Kids in Besitz genommen werden kann. Und eines liegt dem Ortsteilbürgermeister noch am Herzen. Ganz großes Dankeschön an meinen Ortsteilrat, an die 6 Männer, die sich hier auf ehrenamtlicher Basis auch oft die Wochenenden mit ihrem Ortsteilbürgermeister um die Ohren schlagen, um an diesem Projekt und vielen anderen Projekten auch weiterzukommen. Dafür ganz herzliches Dankeschön an meinen Ortsteilrat.